Hallo, herzlich willkommen zu unserem fünften Teil Wasservermalbare Ölfarben Cobra. Heute wollen wir uns mit Untergründen beschäftigen. Das heißt mit Strukturen, aber auch mit einer Untermalung. Ganz viele Ölmaler nehmen für die Untermalung Acrylfarbe. Warum? Sie trocknet sehr schnell und man kann mit Öl dann drüber malen. Das ist überhaupt kein Problem. Man sollte da nur ein paar Kleinigkeiten beachten, damit die Ölfarbe mit der Acrylfarbenschicht sozusagen eine gute Verbindung eingehen kann. Wenn man sich Ölfarbe unter dem Mikroskop betrachtet, dann ist das so, dass man das Gefühl hat, man schaut sich einen kleinen Seeigel an. Das heißt, man hat einen Kreis. Und da sind ganz, ganz viele kleine Ärmchen dran. Und das eben dann in ganz, ganz großer Menge. Wenn man sich Acrylfarbe unter dem Mikroskop anguckt, dann ist das so, dass man eine Kette hat. Das heißt, Punkt, Kette, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich, Punkt, Strich. Und die Besonderheit hier dran ist, dass diese Verbindung, diese Kette eben ganz, ganz, ganz glatt sozusagen auftrocknet. Jetzt kommt unsere Ölfarbe hier drauf und möchte sich mit seinen Füßchen sozusagen auf dieser glatten Oberfläche festhalten. Das funktioniert nicht richtig. Das heißt, die Ölfarbe geht nie eine richtige Verbindung mit dem Untergrund ein. Da gibt es zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Und zwar die eine ist, man setzt der Acrylfarbe einfach Wasser zu. Das heißt, dann ergibt es sozusagen Berge und Täler in unserer glatten Oberfläche. Und da drin kann sich dann die Ölfarbe sehr gut festhalten. Oder was man auch machen kann, das gibt es aber eben noch nicht so lange, erst so ungefähr seit 2 Jahren, ein transparentes Gesso, womit man sozusagen diese glatte Oberfläche einstreicht. Es ist durchsichtig und dann ist sozusagen die glatte Oberfläche genauso wieder, wie wenn ich auf einer Leinwand arbeiten möchte. Mit transparentem Gesso kann man aber natürlich auch noch viele andere Sachen machen. Und für uns als Ölmaler ist es ein ganz, ganz wichtiges Produkt. Wir haben schon mehrere Videos über Strukturen und Untergründe gemacht, wie zum Beispiel Tricks und Kniffe, Gesso, transparentes Gesso und Acrylgel. Im Prinzip ist das so ähnlich, nur wir müssen das ein bisschen aufbereiten, um dann mit Ölfarbe drüber malen zu können. Im Übrigen ist das nicht nur für wasservermalbare Ölfarbe so wichtig, sondern für herkömmliche Ölfarbe auch. Das heißt also, hier können wir das 1:1 für auch herkömmliche Ölfarbe benutzen, das Video. Eine schöne Sache, die wir machen können mit transparentem Gesso, ist natürlich irgendwelche Papierseiten oder Collagen zu machen. So, wie machen wir das? Wir nehmen uns das Gesso, nehmen uns einen Pinsel und streichen das sehr schön satt auf die Leinwand auf. Jetzt nehmen wir unser Stückchen Papier, hier ein altes Notenblatt, was ich noch gefunden habe, und wir streichen das von oben auch wieder mit transparentem Gesso. Jetzt müssen wir das trocknen lassen. Was ein super Produkt ist, um Strukturen herzustellen, auch für die Ölmalerei, ist Acrylgel. Aber wir haben ja vorhin gehört, dass die Acrylfarbe sehr glatt auftrocknet, und da das Acrylgel
im Prinzip nichts anderes ist als durchsichtige Acrylfarbe, eben in dicker Form, trocknet auch Acrylgel sehr, sehr glatt auf. Das heißt, was müssen wir tun, damit wir mit Ölfarbe draufmalen können? Ganz einfach, das Acrylgel mit Wasser ein bisschen verdünnen. Upsala. Hier drin ist es weiß, trocknet aber durchsichtig auf. So, jetzt nehme ich mir hier einfach... Hier habe ich eine Pipette und ich mache einfach ein paar Tröpfchen Wasser zu dem Gel dazu. Das muss also nicht ganz viel sein. Nur alleine das Wasser sorgt schon dafür, dass das Gel sozusagen nicht mehr so glatt ist und dass ich die Ölfarbe besser darauf festhalten kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, dass das sozusagen auf jeden Fall funktioniert, der kann natürlich auch immer ein bisschen von dem Gesso mit in das Gel einarbeiten. In der Konsistenz mit dem Gesso versetzt, hält die Ölfarbe auf jeden Fall auf dem Gel. Jetzt kann man aber natürlich auch noch zu dem Gel ein bisschen Farbe dazu machen. Wie gesagt, viele untermalen ja mit Acrylfarbe, weil das natürlich schneller trocknet als Ölfarbe. Und schon haben wir einen Untergrund, den ich mit Öl bemalen kann. Hier haben wir mal ein getrocknetes Beispiel, wenn man das Gel sozusagen pur verarbeitet. Hier bei dieser kleinen Collage sieht man auch dickere Flächen trocknen. Durchsichtig auf, es sieht aus wie Glas. Mit dem Gel kann man aber auch natürlich noch stärkere Strukturen herstellen, indem man zum Beispiel Sand mit zu dem Gel dazufügt. Was da nochmal ganz interessant ist, ist, dass man darauf achtet, dass der Sand mit dem Gel richtig verarbeitet wird. Wenn man den Sand nur einfach so aufstreuen würde, würde das Gel beim Trocknen den Sand sozusagen einfach nach oben drücken und das Bild würde rieseln. Was jetzt nochmal wichtig ist, wenn wir das jetzt so normal verarbeiten würden, dann würde das Gel durchsichtig auftrocknen. Wäre aber für die Ölfarbe immer noch zu glatt, obwohl der Sand damit drin ist. Deswegen, beide Möglichkeiten sind möglich. Entweder ein bisschen Wasser oder ein bisschen von dem transparenten Gesso. Wenn wir das jetzt so trocknen lassen, ist das Gel durchsichtig, der Sand liegt einfach auf der Leinwand und man hat das Gefühl, es liegt da Sand. Dadurch, dass wir Gesso und Wasser dazugefügt haben, haben wir von vornherein einen Maluntergrund, wo wir mit Öl drauf malen können. Auch hier kann ich natürlich mit Farbe arbeiten.
Worauf man natürlich auch achten sollte, wenn man hier mit so einem Gel arbeitet, dass man immer die dickste Variante hier nimmt. Das heißt, es gibt unterschiedliche Viskositäten. Und hier bei dem Gel würde ich jetzt natürlich, dadurch, dass ich das ja immer mit Wasser verdünne oder auch mit Gesso, würde ich natürlich darauf achten, dass ich mir die dickste Variante kaufe. Und das wäre jetzt hier bei Amsterdam natürlich extra Heavy Gel. Das ist sowieso eine gute Sache, weil man von vornherein natürlich das Dickste auf jede Konsistenz runter verdünnen kann, währenddessen ich das dünne Gel nicht wieder hoch dicker machen kann oder sowas. Also deswegen ist sowieso der Kauf von einem extrem dicken Gel immer ratsam. Man kann aber noch stärkere Strukturen mit dem Gel machen und eigentlich alles Mögliche damit auch kleben. Ich habe hier was ganz Extremes, mal so richtige kleine Kieselsteine. Die machen wir jetzt mal dazu und rühren das durch. Bei den Kieselsteinen sieht man es, glaube ich, ganz besonders, dass man das gut durchrühren muss, damit die auch halten. Aber was ist noch ganz wichtig? Wir erinnern uns, das ist ja reines Gel jetzt hier. Das heißt, wir müssen etwas Gesso dem Ganzen zufügen oder eben ein bisschen Wasser. Und hier wird es dann auch so sein, wenn es durchgetrocknet ist, wird das Gel durchsichtig. Aber wir können auch hier wieder ein bisschen Farbe zusetzen. Und schon habe ich auch eine starke Struktur. Man kann natürlich auch Hölzchen aufkleben und Stoff und viele, viele unterschiedliche Sachen. Solange man immer nur daran denkt, dass man entweder Gesso dazusetzt oder die Farbe oder aber eben das Gel mit Wasser verdünnt. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Filme darüber gemacht. Guckt einfach auf meinem Kanal, da gibt es mehrere Gesso- und Gel-Filme sozusagen. Tricks und Kniffe heißen die vorneweg immer. Jetzt ist unser Beispiel ein bisschen angetrocknet. Und ich habe hier in unserem Bereich, wo wir die kleine Collage gemacht haben, mal einfach hier oben den Bereich mit Acrylbinder eingestrichen. Acrylbinder ist ja im Prinzip nichts anderes als Acrylfarbe ohne Farbe, also ohne Pigment. Und jetzt möchte ich euch gerne mal zeigen, wie das ist, wenn wir eben das nicht mit Gesso eingestrichen haben, sondern eben nur mit reiner Farbe. Deswegen habe ich mir ein bisschen Ölfarbe hier hingemacht, nehme mir ein bisschen Wasser, nehme die schön auf und setze das hier an und male einfach mal hier rein. Man sieht hier unten, wo das Gesso ist, hier sieht man das mit dem Gesso, lässt sich die Farbe wunderbar auftragen, währenddessen hier oben, seht ihr, wie das anfängt, grisselig zu werden. Und genau das ist das, wovon wir reden, wenn ich sage, wir müssen
den Untergrund sozusagen so herrichten, dass er für Ölfarbe auch geeignet ist. Hier habe ich schon ein Beispiel vor ein paar Tagen angefertigt. Worum es mir hier eigentlich geht, ist, jetzt können wir mal gucken, ich nehme einfach mal einen Fingernagel und man sieht, man kann die Farbe von dem glatten Untergrund einfach abkratzen. Und das wollen wir nicht. Hier habe ich ein Bild vorbereitet mit verschiedenen Strukturen. Also Kies, Sand, das hier ist eine Mullbinde, das sind Papierschnipsel, die aufgeklebt worden sind und alles eben mit Acrylfarbe und Acrylgel. Jetzt komme ich aber auf den Gedanken, Mensch, ich könnte hier mit Ölfarbe drüber arbeiten. Und wir haben vorhin am Anfang des Filmes gesehen, dass man das ja auch gut machen kann. Aber man muss eben die Acrylfarbe entweder mit Gesso verdünnen oder das Acrylgel mit Gesso verdünnen oder eben auch mit Wasser. Das habe ich aber beides nicht hier gemacht. Das heißt, es ist ein wirklich reines Acrylbild mit dicken Acrylfarben. Was mache ich? Ich kann mir da auch weiterhelfen, indem ich einfach transparentes Gesso nehme und streiche einmal über das ganze Bild drüber. Und schon kann ich wieder mit Öl drüber arbeiten. Jetzt habe ich hier den Untergrund schön trocken geföhnt. Transparentes Gesso aufgebracht und hier sind die Farben, mit denen ich jetzt arbeiten werde. Und als Malmittel, hier seht ihr das gerade, läuft sozusagen, ich lasse es gerade leer laufen, unser Trocknungsverzögerer, der dafür sorgt, nicht Verzögerer, sondern Beschleuniger, der dafür sorgt, dass die Farbe schneller trocknet. Und ja, jetzt geht's los. Natürlich, wie immer, bei wasservermalbarer Ölfarbe kein Problem mit dem Saubermachen. Einfach ins Wasser rein und schon kann man weiterarbeiten. Was ganz besonders schön ist, das sieht man ja auch hier, einfach die Pigmentierung der Farbe, wie weich ich Übergänge streichen kann und wie die absolute Leuchtkraft von Öl, in dem Fall hier wasservermalbar Cobra. Was hier auch nochmal ganz wichtig ist, dadurch, dass wir mit Acryl einen Untergrund geschaffen haben, reicht es natürlich auch aus, wenn ich einfach nur hier so drüber streiche und den Untergrund in Acryl einfach durchscheinen lasse.
das stört mein Acryl, mein Ölbild natürlich nicht. Das heißt, ich kann diese Dinge auch miteinander einfach gut kombinieren. So, das sind die letzten Striche an unserem abstrakten Ölbild. Wasservermalbare Ölfarbe Cobra mit starken Strukturen. Hier sieht man die unglaubliche Pigmentierung der Farbe, die Leuchtkraft. Schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, schaut einfach auf meinen Kanal, dort sind noch andere Filme, die euch vielleicht interessieren könnten. Bleibt kreativ, ich wünsche euch eine gute Zeit, euer Mario Götting.